Sei doch nicht so flummihaft hier. Dann wette ich mit dir drum, dass das nicht so soll. Haken. Ne. Bestimmt nicht. Dann kann das auch nicht ran. Ich bin ratlos. Ich versuch's nochmal von mit der Methode, dass man das da irgendwie das Sachen runterbringe. Wie das funktionieren soll, frage ich mich dann auch rein logisch. Wie das Schiff dann hochkommen soll. Tja. Wenn ich mich mal nach oben gucken nach dem Stream. Wie wir das hier machen können. Nein. Das Tor macht mir absolut noch keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie ich den verstehen soll. Der blaue Knopf hier tut's gar nicht. Das ist wirklich sehr, sehr strange. Hebel. Da passiert zumindest mal was. Nein, 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 nein. Verkack's nicht, verkack's nicht, verkack's nicht. Da komme ich gerade nicht hoch. Komme ich hier jetzt hoch? Muss ja irgendwie. Was läuft hier gerade ab? Super Schwebekristall. Den können wir jetzt theoretisch. Könnten wir jetzt unten gebrauchen. Und das Ding noch umkehren.
Vielleicht doch schon ganz schön viele Prellungen und Schürfwunden, so oft wie die hier runtergefallen ist. Hier mal hoch damit. Der Fahrstuhl geht nach unten. Kann man das Gerät jetzt hier? Können wir hier mit dem? Kommen noch niemals mit dem so lang. Okay, so lang geht er schon. Das ist ja. Ne, geht bis unten. Es könnte machbar sein, den so lang hier zu hieven. Kann sein. Dich aus. Yay, es funzt. Ah, und da passt's ran. Und ich versuche das die ganze Zeit am Schiff unten. Ja, kein Bug, aber. Ja. Ich nehme es zurück, liebe Entwickler. Was auch immer das ist. Ist das ein Schwebekristall oder was haben wir da vor uns? Bin ich ja mal gespannt. Das Perpetuum Mobile. Gehen wir auch schon aus dem Knopf. Lässt die Lokomotive fliegen. Aha. Ist ja auch dort in dem leeren Feld. Brecht ja alle Knochen. Okay, ich wollte im Wasser landen, aber. Ach, auf dem kleinen Vorsprung hier. Autschi, autschi. Aha, und nun. Augenschaft freigeschaltet 20.000 Meilen. Mhm. Dann haben wir noch mehr Buttons frei dort. Zukünftige Geschichten. So, was passiert hier jetzt? Jetzt können wir Wasser reinführen, dann wird das Ding schwerer. Oder leichter. Und dann füllt das Wasser unten auf. Na sicher. Ein U-Boot. Wir haben ein U-Boot geschaffen. Das Ziel war es gar nicht hochzukommen, sondern runterzukommen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ein U-Boot. Ist das fantastisch.
ein Feuer unter Wasser. Spongebob ruft an und will seine Witze zurück. Kommen wir nicht voran. Und wenn nicht, dann lösche ich hier erstmal. Under the sea. Lass mich durch. Völlig neue Bahn, das Spiel einschlägt. Aber ganz ehrlich, das mit dem U-Boot macht hier noch Sinn. Das ist hätten die mir jetzt glaubwürdig gemacht, dass auf dem das jetzt hier gemacht, dass das irgendwie auf dem Kissen dort auf dem Schaumkissen nach oben fliegt, das so, da hätte ich gesagt, nee, nee, erzählt mir nichts um, lässt das mich hier nicht durch. Ich muss doch schon wieder einen Schalter geben, der die Tür beiseite räumt. Da gibt es eine Sache, die mich hier. Vielleicht kann ich. Ich habe da eine Idee. Das haben wir ja oben schon gemacht. Und die gerade eben auf dem. Und ich machen hier gerade einen auf Titanic. Vielleicht können wir hier ein bisschen. Klein, wenn ich wieder aufsteigen, immer nicht im Wasser, sondern Luft machen. Zumindest ein bisschen. Jetzt geht's vorwärts. Sehr schön. Jetzt können wir hier ein bisschen höher noch. Nein, nicht zu hoch. Runter. Das können wir jetzt hier mit stören. Die Höhe im Wasser. Und weder noch. Kommen auf dieser Ebene weiter. Entchen verfüttern. Haben wir hier nicht so einen Schweißbrenner noch? Natürlich. Ich finde, hier liegt viel zu wenig Müll am Meeresboden.
Das ist unnatürlich. Oh. Gerade so gerettet. Oha. Lokomotive. Ein U-Boot und Motive. Genau das. Bisschen nachladen hier. Antrieb. Mal so hoch. Luft und Wasser. Pumpen, pumpen, pumpen. Nein. Wasser einlassen. Gleichgewicht halten. Eine Fahrt voraus. Nein! Anderes oben. Viel zu wenig Müll am Boden des Ozeans. Jetzt haben wir den Salat. Da wird das Spiel verbrannt. Und weiter geht die Reise. Ich hoffe, wir finden bald hier irgendwo einen Müll, den wir verheizen können. Wenn die Pflanzen nicht mit nicht ein Ding sind. Das halte ich für blöd. Wollen wir bis zum Ende mitnehmen. Bis zum Bitteren. Oha. Zu niedrig, zu niedrig, zu niedrig, zu niedrig, zu niedrig, zu niedrig, zu niedrig. Klonk. Na komm, schaff's noch vorwärts.
stillstehen war. Tauchen wir auf. Ist nicht Sinn der Sache. Und wenn wir noch irgendwas finden. Der Ozean ist tief. So wahrscheinlich nichts. So, nichts dran mache. Wassertempel. Oh, Treibstoff. Yahoo. Das nehme ich mal mit nach oben. Auftauchgang. Wieder rauf, 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 rauf. Genau so auf der Linie. Und jetzt ein bisschen vorwärts. Und ein bisschen. Treibstoff holen. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Verdammte Luke. Stehen bleiben. Das ist ein Befehl vom Captain. Okay. Die kann sich ein bisschen ausfahren. Ist zum Glück nicht zu weit weg. Ausbauen. Dass wir noch besser auf den Treibstoff achten.
So. Haben wir dann ein Nöppelchen. Haben wir irgendwo ein dazugehöriges Teil. Oha. Ein riesiges rotorblättiges Dings. Dingsbums halt. Können wir hier irgendwie drüber fahren und dann mit dem. Das können wir bestimmt aufheben hier, wenn wir drüber sind. Eine Taktik. Dass wir die Schiffsblätter hier wieder in Antrieb bringen. Komm rüber. Weiter. Jetzt stopp. Das wäre das Teil nicht, oder? Ich glaube, das wäre unsere letzte eine Chance gewesen. Das hier zu angeln. Kriegen wir das auch jetzt hin? Hoffentlich. Genug Haken. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt. Sehr schön. Wenn wir drüber gestanden hätten, hätte das nichts gebracht. So ziehen wir es jetzt in die richtige Richtung. Das Schiff passt da nicht durch, aber können wir da durch. Praktisch. Aha. Noch weitere Unterwassertempel. Wandmalereien. Mechanische Konstruktion. Und wieder ein Dingsbums.